Hallo und herzlich willkommen in Maidis Kochwelt. Bald ist ja Weihnachten, der 24. Dezember, und daher gibt es heute mein letztes und viertes Adventsrezept, und zwar Zitronen-Engelsaugen. Und jetzt merkt ihr natürlich auch, warum ich euch beim letzten Mal das Rezept Lemon Curd vorgestellt habe, weil genau diese Zutat benötigen wir heute. Und jetzt gibt's die ganzen Zutaten für dieses Rezept. 230 Gramm Mehl, 135 Gramm Zucker, 100 Gramm weiche Butter, eine Prise Salz, 1 Teelöffel Vanillepaste, 2 Teelöffel Zitronensaft, Abrieb von einer ganz großen Bio-Zitrone oder eben von 2 kleineren, und letztendlich brauchen wir noch 150 Gramm Lemon Curd. Wie ihr seht, könnt ihr nichts sehen, denn das Glas ist noch leer, denn mein Lemon Curd muss ich noch zubereiten. Doch, die ganzen Zutaten und die Zubereitungsschritte könnt ihr trotzdem schon mal in meinem letzten Video nachschauen. Als erstes werde ich jetzt den Teig zubereiten, und hierzu werde ich jetzt folgende Zutaten in den Mixtopf geben. Butter, Prise Salz, Lemon Curd, Zitronenabrieb, Mehl, Vanillepaste und dann noch Zucker. Das Problem ist nur, ich habe jetzt den Zucker komplett abgewogen, also 135 Gramm. Wir brauchen aber jetzt erstmal 60 Gramm und später 75. Deswegen wiege ich das jetzt einfach mal ab, also 60 Gramm. So, und jetzt nochmal die restlichen Zutaten hineingeben und das Ganze 30 Sekunden auf der Stufe 5 vermengen. Und dann wird der Teig nochmal durchgeknetet und kaltgestellt für circa eine Stunde. Der Teig war jetzt circa eine Stunde im Kühlschrank und ist relativ hart geworden. Das ist auch gut so. Und jetzt werde ich daraus kleine Kügelchen formen und in jede der Kugel eben so eine kleine Mulde hineindrücken mit diesem Ende des Kochlöffels. Und dann werden diese Kügelchen nochmal für weitere 30 Minuten kaltgestellt. Wenn das dann fertig ist, werde ich die Mulden mit dem Lemon Curd füllen, und währenddessen werde ich den Backofen anmachen, und zwar 180 Grad bei Umluft. Dann wird er währenddessen vorgeheizt, und dann werden die Kügelchen bzw. die Plätzchen circa 12 Minuten gebacken bei 180 Grad. Und dann sehen wir uns wieder, wenn diese komplett abgekühlt sind. Nun ist die halbe Stunde vergangen und die Plätzchen sind richtig hart geworden, was sehr gut ist. Der Backofen ist bereits angemacht worden und ist vorgeheizt worden auf 180 Grad Umluft. So, und jetzt werde ich mal diese Plätzchen mit dem Lemon Curd füllen und dann ungefähr 12 Minuten backen, je nachdem wie der Backofen eben funktioniert. Es kann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein von der Zeit her. Wenn die dann gebacken sind, werde ich die komplett auskühlen lassen, und dann sehen wir uns wieder. Die Plätzchen sind jetzt fertig gebacken und kühlen gerade ab. Also so eine halbe Stunde sollten sie auf jeden Fall abkühlen, damit sie komplett erkaltet sind. Jetzt werde ich gleichzeitig aber den Guss zubereiten. Und zwar werde ich erstmal meinen Puderzucker herstellen. Dafür nehme ich jetzt mal die 75 Gramm Zucker. Und die werde ich pulverisieren 15 Sekunden auf der Stufe 10. Der Puderzucker ist jetzt fertig. Diesen werde ich in so eine kleine Schüssel umfüllen und mit dem Zitronensaft vermengen. Und diese Mischung bzw. diesen Guss werde ich auf die Plätzchen verteilen mit einem Teelöffel, so kleine Striche quasi. Und wenn das dann komplett ausgetrocknet ist, werde ich die Plätzchen in eine Blechdose hineingeben, damit sie sich so 3 bis 4 Wochen frisch halten. Ein paar werde ich natürlich essen, aber das meiste davon werde ich sehr gerne verschenken.
Gut, das war jetzt mein letztes Video für die Weihnachtszeit. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen und natürlich wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. In ein paar Tagen ist ja Weihnachten und Heiligabend. Wir sehen uns dann noch einmal in diesem Jahr, wenn ich euch noch ein Video zeige zu der Silvesterzeit, also kurz vor Silvester. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal am Dienstag in Mellys Kochwelt und schöne Weihnachtszeit!